dieser Wanderung hier durchs Bergische. Ja, die Sonne im Nacken. Der erste Hike, den ich direkt im Hoodie angegangen bin. Und wahrscheinlich müsste der nicht mal sein. Heute soll es 25 Grad werden, jetzt sind es so 13, 14 Grad. Es gibt wieder eine kleinere Wanderung. Ich muss wieder was einkaufen. Ich hatte eigentlich gestern schon eingekauft. Ich hatte das versucht zu vermeiden. Aber die hatten da nicht alles. Irgendwie komischerweise gibt es im Supermarkt und im Discounter seit kurzem Knappheit an ganz normalen Sachen wie Bohnen, Brot. Weiß ich nicht. Also als die Panikkäufe vor Corona waren, klar, da wurde Panik gekauft, da war alles weg. Aber wieso plötzlich von heute auf morgen nicht mehr kalkuliert werden kann, wie viel Bohnen gebraucht werden, ist für mich bis jetzt noch nicht verständlich. Vielleicht wisst ihr da mehr. Ich versuche hier gerade mal. So, dann machen wir es mal ein bisschen dunkler, damit ihr mehr Hintergrund habt. Ja, also, gerade den Sonnenaufgang eingefangen. Wie gesagt, die Nacht hat es nochmal ordentlich geregnet. Gestern hatte ich eigentlich schon filmen wollen. Gestern war Freitag. Aber ja, da hat es die ganze Zeit geregnet, dann wieder kurz nicht, dann doch. Ich habe einen kleinen Film eingefangen auf meinem privaten Kanal, wo auch mehr gefilmt wurde, anstatt gefotografiert wie sonst. Das verlinke ich euch wie gewohnt unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wollen wir noch meinen Einkauf einfangen und dann geht's wieder heim. Bis jetzt sind wir bei 3 Kilometern und ich denke mal, wir kommen so bei 5 oder 6 raus. Ja, wie immer, Speicher ein bisschen knapp. So langsam pendelt sich das aber ein. Ich will hoffen, dass sich das mit allem anderen auch so handhabt. Und ich hoffe, dass das keine doofe Idee war, mit der Sonne im Nacken zu filmen, weil es ist doch ein bisschen blöd mit dem Himmel im Hintergrund. Jetzt habe ich gerade gedacht, ich hätte mich aufgenommen, habe ich aber gar nicht. Ja, ich hoffe, der Rest pendelt sich auch ein und ich würde mich ja auch schon von euch verabschieden. Vielen Dank fürs Treuehalten. Drückt die Glocke, abonniert, gebt mir ein Like, sagt mir, wo ich das nächste Mal hergehen soll oder wie lange eure Wanderungen so sind, all diese Dinge, sonst springe ich vom Rand der flachen Erde. Wisst ihr Bescheid. Vielen lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Ich habe hier gerade, glaube ich, eine Quelle entdeckt. Das wollte ich noch sagen. Schaut mal. Da sprudelt raus. Stimmt. Und dann habe ich noch einen Monolog angefangen zur Schwemmer Stadtgeschichte bzw. Gewässergeschichte. Denn das ist hier im Martfelder Wald, an dem Hang da oben, ist das überall so. Wenn man jetzt hier querfeld eingehen würde, würde man ständig in Moorgebiete reinlaufen, weil halt überall diese Quellen sind. Und bei der Wupper ist das wohl halt, ich war noch nicht da, aber angeblich soll da eine Quelle sein. Da kommt ein Strahl aus dem Berg, wie in der Deipenbecke. Aber hier, die Schwelmerquelle ist auch von ja, YouTube-Kanälen, die hier schon waren, um Tourismus zu erkunden, haben gesagt, Schwelmerquelle ist nicht so touristisch attraktiv. Weil halt überall sammelt sich das und wenn es jetzt wie jetzt sehr oft regnet, dann ist es auch eine ziemlich matschige Angelegenheit manchmal. Und ja, und wie gesagt, mitten im Weg entsteht dann hier eine Quelle. Vielen Dank fürs Treuehalten, auch dass es diesmal ein bisschen durcheinander war. Ich weiß nicht, wieso die Aufnahme jetzt nicht geklappt hat. Wir arbeiten dran, immer weiter dran arbeiten und hoffen, dass es besser wird und dann wird das schon. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Bye. We'll be right back.